Wunderschönen guten Morgen. Hallöchen. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog hier bei uns. Hier bei uns. Heute geht's bei uns ins Bobbianland. Da waren wir das letzte Mal zu. Schön aufgeteilt. Hammer. Da waren wir das letzte Mal zu Halloween. Da fanden wir schon richtig. Super. Hammer. Toll. Und heute macht. Es gibt eine neue VR. Was haben wir? Dreamcatcher. Das Achterbahn. Das wollten wir ausprobieren. Und dann nehmen wir euch hin mit. Viel Spaß. So, wir sind jetzt in Bobbianland drin. Ich habe ganz schön beschissene Laune, weil es ja immer brechend voll ist. Wir überall warten, bis es ewig dauert. Eine Infokasse draußen. Wir dieses Ding, um zu filmen, nicht machen können. Das müssen wir zur Infokasse reingehen. Das heißt, wir müssen das jetzt hier mal anstehen, um zu filmen. Boah, ich koste gleich. Ich habe echt gerade so keinen Bock. Wirklich. Ich bin mega genervt. Wir sind jetzt angekommen im Bobbianland. Mit der Jahreskarte hat das ziemlich gut geklappt. Gerade am Eingang konnten wir einfach hinlegen. Haben unsere Freikarten bekommen, 8 Euro fürs Parken noch hingelegt. Also Schlachan-Jahreskarte funktioniert. Und dürfen wir die Aktion jetzt filmen. Wir haben die Zettel ausgefüllt, genau. Für On-Ride filmen. Und ja, war auch ganz easy, ging schnell. Ja, es ging halt schnell. Wir mussten nur lange warten, weil ganz viele Jahreskarten auch abgeholt worden sind. Aber das ging schneller als im Moviepark, Jahreskarten. Und wir uns an der gleichen Schlange stellen mussten. Aber das haben die ziemlich gut bekommen, die Abfertigung. So, jetzt gehen wir erstmal zu Dreamcatcher. Das ist ja dieses Mal, also nicht eine neue Achterbahn, aber auf jeden Fall ist es ein neuer VR-Ride. Und den werden wir jetzt ausprobieren. So, wir stehen jetzt hier bei Dreamcatcher. Schönes Gegenlicht auf jeden Fall. Und die haben den Außenbereich auf jeden Fall neu gemacht oder ein bisschen verschönert, finde ich. Hier auch die Stationsgebäude ein bisschen verkleidet. Ich zeige euch das jetzt einfach mal. Oder ich muss euch ja später zeigen. Auf jeden Fall ist hier ein schöner Brunnen, weil ich habe im Moment totales Gegenlicht und dann sieht man das gar nicht auf der Aufnahme. Und es sind nicht mehr diese stichigen Felder und jetzt, Warte mal. Hier ist die Dünnkette. Ja, und ab wann? Weil aktuell fahren die normal. Okay, wir sind gerade ein bisschen irritiert, weil die ohne VR-Brille fahren. Obwohl das ja eigentlich ein Kurs für Reality Kurs sein soll. Hier drauf, wenn ich schauen wir mal in der App. Ich habe keine App, du meinst in der App, ich gibt ja diese Bobbianland-App. Wir können es auch einfach anstellen. Halt. Stellen wir es mal an. Sind wir schlauer geworden? Nö, eigentlich ja. Das Einzige, was ich weiß, ist eigentlich schon längst in VR geöffnet haben sollte, weil daraus liegt auch die Werbung. Und laut holländischer Bobbianland-Seite sollte das am 31. März aufgemacht haben, was dann aufsteht. Ja, aber irgendwie ist es nicht. Draußen ist ja Werbung, dass es voll VR-Ride ist. Aber vielleicht ist es halt auch so, also bei dem anderen VR-Ride war es ja auch so, dass es erst ab dem Nachmittag VR war und vormittags normal war. Das ist aber bei, hier bei dem anderen, hier bei der Dunkelachterbahn. Mount Mara, genau. Wir haben am Anfang war das so. Im ersten Jahr.
Dreamcatcher gefahren. Es ist zwar immer noch eine sehr rumpelige Angelegenheit, aber... Nein, ich hab da so gesessen. Also es geht vollkommen. Die Schlange geht nicht mehr hier. Ja, die Schlange ist jetzt mittlerweile hier draußen, obwohl es weit zu betrieben ist, hatten wir gerade noch ein bisschen mehr Glück. Ja. Hier ist der Brunnen und ich finde auch die ganze Station sieht echt mega cool aus. Ja. Und so, hier ist auch echtes Stein, nicht so wie im Moviepark, dass hier einfach mit Plastiksteinen arbeitet. Man kann das übrigens vergleichen, das ist nämlich die gleiche Gruppe. Also Plakat, Moviepark und Bobiana ist dieselbe Gruppe. Und noch andere Parks irgendwo anders gehören auch dazu. Aber wir können ja mal... Alles echt, die komplette Q-Line ist mit echten Steinen. Ja, das ist zwar hier noch nicht zu 100% komplett durchthematisiert, aber das, was schon angefangen wurde, sieht sau geil aus. Und die Gruppe, die kann es ja. Und ich glaube nicht, dass wir hier mehr Geld zur Verfügung haben als Musiker. Kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Naja. Auf jeden Fall ziemlich cool thematisiert worden. Mal gespannt, was mit der Bahn noch passiert. Warum das jetzt mit dem VR nicht geklappt hat heute. Entweder haben wir uns da verlesen, dass das erst ab dem 31. Mai ist, oder 30. Mai. Ich habe extra geguckt, ob die deutsche Übersetzung ausgefallen ist. Wir müssen mal gucken, dass wir uns die App runterladen. Als nächstes werden wir jetzt die... Ja, das ist einfach gerade die Kamera rausgegangen. Auf jeden Fall hoffe ich, dass alles jetzt drauf ist, was wir gerade gesagt haben. Und jetzt werden wir zu Indiana River gehen. Das ist Vivis mit Lieblingswasserbahn hier im Park. Auf jeden Fall, die ist super. Die ist zwar alles indoor, aber die ist sau gut. Ich mag das. Beim letzten Mal wurde ich ja auch richtig nass. Schon cool. Genau. Hier der Kiddie-Coaster, der jetzt hier ist, Okidoki, ist jetzt das erste Mal, dass ich den im Zweizugbetrieb sehe. Ja, guck mal, so voll ist es schon, dass Okidoki mit zwei Zügen fahren muss. Aber es ist halt auch eine Seltenheit, dass so ein Kindercoaster einfach zwei Züge hat. Das ist schon ziemlich cool. Und geht nicht in einem Brückentag in einem Freizeitpark, wenn ihr da noch nie wart, weil ich habe jetzt gehört, im Phantasialand soll es auch sehr voll sein. Also ich glaube, so Brückentage ist, glaube ich, gar nicht so gut, weil vielleicht viele denken, oh, Brückentag, da kommen nicht viele, deswegen gehen wir da hin und enden sind wir doch. So, jetzt haben wir, was? Ja, wir waren überlebt, die nasse Wasserbahn, obwohl ich bin gar nicht nass geworden, ein bisschen nass als ich. Ich bin ordentlich nass geworden, aber saß auch wieder in der ersten Reihe, so wie es sich für mich gehört, eine Wasserbahn ohne erste Reihe geht bei mir. So. Jetzt gehen wir zum Anfang des Parks und wollen eine Runde Typhoon fahren. Hier ist auch noch ein Powered-Coaster, aber den lassen wir heute links liegen, ja, weil es sehr voll ist. Und so eine beschissene Bahn, wo ich mich schon nicht gestanden habe. Ja, die Bahn ist nicht beschissen, Vivi mag generell keine Powered-Coaster. Ich sag ja beschissen. Also der Typ Powered-Coaster mag sie nicht. Gibt's dann haben wir hier... Hier haben wir einen lustigen Dark Ride. Aber da ist die Kapazität leider auch nicht so geil. Ich weiß nicht, ob wir den später noch machen. Jetzt gehen wir auf jeden Fall erstmal zur... Zu Typhoon. So, ich hole mir jetzt erstmal einen Kaffee. Schön selbstbedienen und draufdrücken Kaffee. Hier kann man sogar sagen, wir zapfen, wenn man möchte. Vivi ist krank, nimmt nämlich heute teil. Ich hab Bock auf einen großen Kaffee, aber ich hab gesagt, der wird kein Kaffee. Und alleine kriegt sowas nicht auf, glaube ich. Ihr könnt natürlich nicht so auf Fanta. Es gibt auch was gemixt, also Fanta und Cola zusammen, eine Mexi-Mix Frozen. Mexi-Mix, aber ich habe viel Süßes gegessen bisher, also gestern und davor. Wir haben voll viel Fettig gegessen in letzter Zeit. Süß geht eigentlich. Du willst doch nicht sagen, dass was Fettig ist. Hey. Wer hatte einen guten Riecher? Der Kaffee? Ja. Wir fahren jetzt Typhoon und es ist nichts los. Das ist der Hammer. Es ist, also das hat sich so gut. Ich warte schon ein paar Leute. Aber es ist so voll wie gedacht. Und ja, die ganze Queue. Wir werden durch die ganze Queue gehen. Ach komm, nee, weißt du was? Ich habe zu so viele Klamotten dabei. Jumping. Die Aufnahmen sind bestimmt nichts geworden. Wir sind gerade runtergeklettert, weil sorry. Ich glaube, ich bin jetzt durch. Jumping, das unterstützen wir nicht. Aber hier ist doch gar nichts. Sounding drum that is kicking me till I'm numb. I wanna feel the love that James Brown did when he got standing ovations on his gig. I wanna feel free like a bird in the sky when he opened his wings to fly.
gerade total rumgefahren und es ist eine richtig geile Bahn, aber sie schlägt halt leider. Aber sie macht halt. Sie macht halt so viel Spaß, schon allein der Lift, weil du halt einfach so hochgezogen wirst. Ich kann schlafen. So wie in Dünrell. Jetzt hast du richtig Bock auf Dünrell wieder. Wir machen jetzt hier gerade noch ein paar Aufnahmen. Oh, Dünrell! Hammer! Die ihr dann schon gesehen habt, der war schon richtig von der Fahrt. Wir fahren jetzt nicht mit dem King Kong, das mehr Aufrufe auf all. Nee, das ist die Erfolgsgeschichte von Moritz Cool. Ja. Dem hat er vieles zu verdanken. Ich glaube, das Video hat mehr Aufrufe als der Park im Jahr Besucher. Ja, locker. Ja. Kommt gerne mal vorbei. Ja, schaut euch das On-Ride an. Seht ihr, wie wunderbar diese Fahrt doch ist, nicht? So, wir fahren jetzt die Dunkelachterbahn. Also ich glaube ohne VR. Mit VR, ja. Ohne. Nee, lass uns ja schon. Ja. Oh! Wie du gehört hast, was mir das Bestwetter gefahren ist, der River Quest, die Bonas, ne? Aber ich fand es richtig geil, also man wird da ordentlich nass, nicht zu nass, obwohl wenn alle Boote besetzt sind, wird man glaube ich richtig nass. Ja. Aber es macht richtig viel Spaß. Schon sehr cool. Eigentlich hoffen wir uns in der Sonne jetzt trocken, aber irgendwie ist die Sonne weg. Das ist ein schlechter Plan. Mhm. Also, wir haben gerade noch mal geguckt, ob das jetzt mit VR fährt aktuell noch nicht mit VR. Wir werden einfach eine Information mal fragen, ob wir da irgendwas falsch verstanden haben, ob die Eröffnung sich verzögert hat oder so. Einfach mal nachfragen. Ja, können wir machen. Und dann werden wir sehr wahrscheinlich auch schon den Park verlassen. Wir haben zwar jetzt nicht viel gemacht, aber das, was wir machen wollten, haben wir gemacht. Wir haben ehrlich gesagt auch nicht so viel Lust, uns da jetzt irgendwie bei jeder Achterbahn, die wir schon kennen, irgendwie eine halbe Stunde anzustehen. Da sind wir nicht mehr die Typen für. Wenn wir jetzt mit Leuten hier sind, die noch nie da waren, kann man das auf jeden Fall machen. Aber so für uns lohnt sich das nicht alleine. Wir haben uns auch noch zu Hause, weil wir bald nach Dänemark fahren, noch viel zu tun. Dann können wir das in Ruhe machen, ohne Stress. Das genau. Das ist wirklich wie eine Fantasie für dich. Schmeckt's dir gut? Ja. Wann trinkst du? Haben wir eine große. Große und wie teuer war die? Fünfer hat gekostet. Wir haben erst mal nachgefragt wegen dem VR Dreamcatcher. Ja, die haben gesagt, die hätten, wenn es nach denen gegangen wäre, gerne schon im April aufgemacht, aber irgendwie gibt es da ein paar Probleme. Am liebsten würden sie morgen aufmachen oder hätten schon längst aufgemacht, aber es klappt wohl nicht so ganz. Man soll uns doch gedulden, vielleicht kommen wir bald wieder. Also auf jeden Fall läuft noch nicht. Die machen zwar schon Werbung dafür, Dreamcatcher Virtual Reality Ride, aber naja, leider noch nicht. Auf jeden Fall. Und ja, okay, im Internet steht halt auch, dass die ab 31. März steht auf der Achterbahn. 31. März. Und das ist halt einfach blöd, dass da alles steht, 31. März. Und dann fährt die Achterbahn halt nicht und auf der Webseite ist es dann nicht vermerkt. Also das ist halt ein bisschen schade. Naja, wir fahren auf jeden Fall, ne? Wir verlassen den Park. Ist auf jeden Fall zu empfehlen den Bobbianern. Viele mögen den Park nicht. Ich verstehe gar nicht warum, auch wenn es jetzt ein bisschen voller war heute. Gut, die natürlich könnten wir noch einige Sachen fahren, aber wir sind da auch. Also wir kennen den Park schon, wir müssen das jetzt nicht echt lange anstehen. Gut, haben wir ja gerade schon gesagt. Ja, die Thematisierungen sind jetzt auch nicht die geilsten, aber mein Gott, ne? Ich kann unsere Prozente mitnehmen lassen. Was? So, wir waren gerade unterbrochen wegen den Prozenten, die nehmen wir immer mit. Ist auch zu empfehlen, wenn ihr einen Park besucht und ihr habt keine Jahreskarte, gibt es meistens an den Parks am Ausgang Prozente. Hier ist zum Beispiel Moviepark auch wieder dabei mit 50%. Schlachan. Im Moviepark gibt es auch diese Prozente am Ausgang, wenn ihr keine Jahreskarte habt. Lohnt sich es auf jeden Fall. Wir nehmen das immer mit für Freunde, Bekannte oder Leute, die dann auf einmal auch nochmal mit in den Moviepark wollen oder auf einen anderen einmal Park. Wollen da Leute mit in den Moviepark. Ja. Zum Beispiel dein Vater wollte ja nochmal kommen. Oh ja, zu Halloween. Und wenn man da einen Tag vorher geht oder so, guckt einfach, wann die Prozente funktionieren. So, zum Bobbianern ist es auf jeden Fall cool. Ich wollte noch ein Bild da vorne machen. Zum Bobbianern ist es auf jeden Fall cool. Kann man besuchen. Wir beenden den Vlog an dieser Stelle. Schaut unsere alten Vlogs, da sind alle Achterbahnen auch nochmal drin. Die Vivi wird euch die Playlist bestimmt verlinken. Bestimmt. Aktuell, ich werde es nicht vergessen. Wir probieren die Playlisten echt ein bisschen beizupflegen. Das haben wir die Jahre davor nicht gemacht, aber wir geben unser Bestes. Wir sagen tschüss und wir sehen uns morgen dann. Also im nächsten Vlog sehen wir uns auf der Reiter-Frühjahrskirmes. Wir reiten danach rein. In Mönchengladbach und dann geht es auch im Anschluss direkt weiter nach Dänemark. Nach Dänemark. Bis dann, tschüss.